Jugendlichen Übermut gesagt, mit der Haskell gibt es auch Bibliotheken und Grafikprogramme.
nicht mehr einfach nur für die Darstellung der Grafik zuständig sind, sondern dass die in der Zwischenzeit auch zu Parallelprozessoren ausgebaut wurden, mit denen man auch in dieser Aufgabenstellung arbeiten kann, nicht nur Grafik. Und das fällt dann unter den Sammelbegriff GPU, GPU, also Rennsteck. Also eine allgemeine Berechnung sozusagen auf Parallelprozessoren. Ja. Und jetzt habe ich hier so einen Rechner mit einer Nvidia-Grafikkarte. Und wenn man die so programmieren will als Parallelcomputer, dann muss man da dieses CUDA-System nehmen. Und das ist also eine von C abgeleitete Sprache, um diese Parallelprogrammierung Ja, finde ich sehr originell, dass man da jetzt aus der C genommen hat. Aber gut. Und das Besondere an dieser Programmierart ist, dass man sogenannte Gleichschrittparallelisierung hat. Also man hat auch viele Recheinheiten und die machen jeden Schritt exakt das Gleiche. Und wenn zum Beispiel da irgendwelche Verzweigungen drin sind, also so eine Entscheidung, wenn der Wert kleiner ist als das, dann muss man das machen und wenn der Wert größer ist, muss man das andere machen. Das geht also nicht so einfach. Dass die Prozessoren was Verschiedenes machen, das muss dann so sehr realisiert werden. Das sind also alle Prozessoren, die den Fall A bearbeiten müssen, erstmal den Fall A bearbeiten und die anderen sind so lange still. Und wenn man den Fall B abarbeiten will, dann muss also der ganze Teil der Fall A sich dann beachten. Also wenn man noch was zeigen wollte, dann eigentlich. Also ideal ist es, wenn alle wirklich das Gleiche machen. Das kann man also nicht mehr so ganz vergleichen mit, das kann man nicht vergleichen mit dieser Multiprogrammierung, die auf dem Prozessor bekannt ist, weil dort ja jeder einzelne Prozessor keine Anschluss machen kann. Und hier ist es so, dass sie alle genau das Gleiche machen und insbesondere sind die Aufgaben auch wirklich sehr klein. Also pro Pixel wird dann eine Aufgabe. Und dann hat man auch noch viele. So viele Aufgaben, die man setzt. So, von Haskell wird das ganz gut unterstützt. Da gibt es mehrere Bibliotheken, die das unterstützen. Einmal SLA, ein Framework, das war dann die ganze Satz an Bibliotheken, die das gegen anderen auch GPU unterstützen haben. Obsidian ist ein spezielles Paket, um spezielle GPUs zu haben. Und dann kann man das CUDA direkt auch ansprechen. Ich habe mich hauptsächlich mit dem SLRED-Framework beschäftigt. Da gibt es also einen ganzen Satz an Möglichkeiten mit Endverletzungen, theoretisch. Also es gibt diesen Interpreter von SLRED, das ist eigentlich nur zum Testen. Also das ist schnell. Kann man nur schauen, ob das richtig ist, was man funktioniert hat. Dann sehr beliebt ist eben diese CUDA-Anwendung, damit man das auf einer Grafikkarte laufen lassen kann. Wenn man keine Nvidia-Grafikkarte hat, sondern eine andere Grafikkarte, die sich dann über OpenCL ansprechen lässt, dann ist es hier auch um einen Ansatz, um eine Schnittstelle. Ebenfalls ein Ansatz ist da, um es auf einen Prozessor schnell auskommen zu können, mit dem LNSL-Compiler. Framework, und dann gibt es noch so andere, also vielleicht, das wäre ja auch noch interessant, dass man das rein in Haskell laufen lässt, und es trotzdem schnell ist, im Gegensatz zum Interpreter. Und das wäre ja mal auch interessant, wenn es sowas wie war, so kann man vorstellen, dass man das auch programmierbar ausfährt, mal einsetzt. Aber es ist ja noch eine Vorstellung. Dieses SLRED habe ich genommen, weil sich das sehr bequem programmieren lässt. Da braucht man sich kaum lieber GPUs Gedanken zu machen, man programmiert einfach nur mit Feldern und die können viele Dimensionen haben. Und
trotzdem überlegt sich dann selber, wie es das auf die auf dem Kampfprozess aus. Hatte für mich den großen Vorteil, dass ich dieses Schulter nicht lernen musste. Nicht mit dem Kampfprozess aus, sondern damit mich auseinandersetzen musste. Ja, der Nachteil war aber, dass eben viele Funktionen von den Jahren Algebra, die schon im Fahrrad jetzt hatte, doch dann nicht hatte, dass man selber programmieren musste. Zum Beispiel Mathe-Qualifikation. Und ärgerlich ist, dass dieses erste Gerät auch bei korrekten Programmen keine Garantie geben kann, dass es dann arbeitet. Und das braucht auch irgendwie immer den neuesten Haskell-Compiler und das ist auch nicht so leicht. Gut, also ich habe es dann geschafft, mein Beispiel zu portieren auf dieses Festival-System. Habe dann einige Zeit gebraucht, um das wirklich zum Laufen zu bringen, weil ich dann dabei herausgestellt habe, dass man die Sachen dann zu viel auf Ursachen muss. Und nachdem ich das alles erledigt hatte, lief es dann und war dann 10-mal so langsam. Und dann habe ich mich später nochmal auf eigene Faust dran gesetzt, weil ich das wissen wollte, wo anfängt, und habe dann noch ein bisschen optimiert. Und es war für mich immer noch normal, als der Standard ist. Und dann bin ich jetzt immer skeptisch geworden und habe mir mal überlegt, wie man das liegen kann. Also wenn man den Grafikkartenhersteller, wenn man den zuhört, dann geht das so. Man hat einen Hauptprozessor, der hat in meinem Fall, also ich gebe die Daten von diesem Rechner hier. Der hat vier Rechenkerne und der hat aber viele Altlasten, weil der halt an sich noch eine Maschinensprache hat, die noch so diese sequenzielle Aufarbeitung der Prozessoren simulieren soll, die es halt vor 30 Jahren war. Und da steckt halt viel Arbeit drin, um das auf den heutigen Möglichkeiten der Prozessoren schnell auszuführen. Und der Prozessor ist auch deswegen komplex, weil er halt so viele Sachen mit einer Ausgabe hat und da ein System laufen lassen kann. Und jetzt sagt die Werbung, der Grafikprozessor hat den großen Vorteil, dass es schon eine ganze Menge Altlasten nicht hat. Kann dafür auch kein Betriebssystem selber laufen lassen, braucht es immer ein System, das die Grafikkarte steuert. Und hat dann eben schon 96 Rechenkerne. Das klingt doch gut, ne? Das ist ein Vorteil. Warum ist es dann 10-mal so langsam? Okay, dann gucken wir nochmal genau hin. Also richtig ist, dass diese CPU 4 Kerne hat, aber die kann ja pro Kern, kann die schon 8 Qualifikationen gleichzeitig machen, weil es da die Laptop-Einheit gibt. Und die CPU ist auch schneller und hat mehr als den doppelten Takt. Und diese 4 Kerne können auch unabhängig voneinander arbeiten, das habe ich jetzt nicht gesagt. Bei der GPU ist es, soweit ich weiß, nur eine Qualifikation pro Kern möglich. Hat einen längeren Takt. Und auch da gibt es Altlasten, wenn diese Grafikprozessor ja immer noch Grafik machen. Ne? Und was auch teuer ist, die ganzen Daten müssen erst von Hauptspeicher in den GPU-Speicher. Aber ein Grafikkartenspeicher erfahren werden zurück. Das kostet auch viel Zeit. Kann man wohl ein bisschen abmindern, indem man das parallelisiert, das ist wohl inzwischen möglich, dass man, wenn die Grafikkarte rechnet, auch Daten umkehrt. Aber das ist natürlich noch nicht umkehrt. Programm hier. Also wenn man diese Faktoren nochmal zusammenrechnet, kommt man auf eine Beschleunigung von 1,2. Ist jetzt die Frage, ob man dafür aufgeht, um die GPU-Programme zu machen. Jetzt kommen die Experten und sagen, ihre Grafikkarte mit 100 Kernen, das ist ja alter Quatsch hier. Die heutigen Grafikkarten, die haben ja 1500 Kerne. Das stimmt, aber eine entsprechend starke CPU hat dann eben auch nicht nur 4 Rechenkerne, sondern auch. Wie haben die heute 12, 16, 20, keine Ahnung.
sowieso so klar ist das nicht, dass wenn ja, also die CPU-Entwickler die wollen auch drauf. Das kann ich schon mal als Botschaft mitgeben auf dem Hauseweg. Wenn jemand was erzählt von wegen unabhängiger Beteiligung, wenn man seinen CPU-Code auf die CPU überträgt, das kann man sehr skeptisch betrachten. Das liegt meistens daran, dass unoptimierter CPU-Code mit optimierten CPU-Code verglichen wird. Ich habe aber solche Behauptungen sehr oft gehört. Und in letzter Zeit habe ich mich nicht mehr. Mit diesem System programmiert, dann geht es immer um Felder und man versucht alles mit Feldern zu formulieren und man versucht so gut wie möglich Schleifen zu vermeiden. Weil sobald wir irgendwelche Schleifen sind, ist das nicht mehr so ganz klar, wie man das so richtig optimieren soll. Wenn man das mit diesem Feld Nachteile, wenn man dieses Accelerate verwendet, ist es halt so eine eingebettete anwendungsspezifische Sprache. Das heißt, da gibt es immer so Probleme, man muss immer unterscheiden, macht man gerade Berechnung in Haskell-Code oder macht man Berechnung in dieser Zielsprache, also das würde dann Tuda sein in diesem Fall. Sich auf sich die Daten so zurechtgeben, dass es passt. Diese Art Qualifikation gleichzeitig zu machen, wir können dann jetzt die Daten auch so vorgeben, dass man die Kraftverwerten auch arbeiten kann. Wenn man sich die Daten erst zusammensuchen muss, dann dauert das Zusammensuchen der Daten lange, das wird sehen wie schnell. Das geht dann nicht gut. Also, geht, habe ich schon gemacht. So, ich wollte jetzt mal als Beispiel, um zu zeigen, wie elegant das ist, eine Matrix-Multiplikation mit diesem SRF-Tensor zu simulieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie auch wissen, wie Matrix-Multiplikation funktioniert. Und wenn nicht, dann schauen wir einfach die schönen Bilder an. Ich habe hier zwei Matrizen, eine 4x3 Matrix und eine 3x2 Matrix. Die will ich multiplizieren. Das Ergebnis soll sein, eine 4x2 Matrix. Und was bei der Matrix-Multiplikation passiert ist, dass man entlang der Dimensionen, die passen, hier immer paarweise multipliziert und das dann alles noch verdient. So, das habe ich jetzt mal versucht so zu visualisieren, dass ich diese Matrizen hier als Treffige dargestellt habe. Und jetzt passiert folgender super elegante Trick. Jetzt ziehe ich dieses Rechteck in die Höhe für die eine Matrix und für die andere Matrix auf, sodass dann zwei passende Blöcke rauskommen. Und dann multipliziere ich die beiden elementweise. Und dann addiere ich und dann in der Richtung. Ja. Das ist genau die Matrix-Multiplikation. Und der Code sieht jetzt ein bisschen länger aus, aber gesagt im Prinzip das gleiche. Hier mit diesem Replicate macht man aus den letzten Blöcken. Bei All wird einfach die Dimension übernommen und hier wird der Block gestreckt um Anzahl Seiten. Von der Eingabematrix. Und der Handknopf wird halt in einer anderen Dimension gestellt. So dass es genau passt. Dann werden die
die Matrix-Multiplikation, die man hier formulieren kann. Sieht vielleicht auf den ersten Blick doch ungewohnt aus, aber hat eben den großen Vorteil, dass man hier eine antike Seite ausdrücken kann. Also hier stecken oben die Seiten drin, ja. Für jedes Element, das multipliziert wird. Und das kann aber auch nur schnell funktionieren, wenn diese Zwischenfelder nicht wirklich aufgebaut werden. Was vielleicht passiert ist, also diese Blöcke aufzuziehen, das wäre schlecht, wenn die jetzt im Speicher gekommen werden müssen. Das wäre eine große Verschwendung. Das ist ja alles bloß vielfältig geladen. Ja, das auch nicht funktionieren. Da gibt es aber diesen Mechanismus, der Fusion heißt. Und der versucht, aufeinanderfolgende Operationen so zusammenzufassen, dass solche Zwischenfelder nicht im Speicher abgelegt werden müssen. Also, dieses System sollte jetzt eigentlich sehen, dass man mit dem FPGAs da so eine Blöcke macht und später mit dem Pult das alles wieder zusammenfaltet. Und dass man zwischendurch nicht diesen multiplizierten Block aufbauen muss. So, das muss aber funktionieren. Wenn das schief geht, dann hat man doch so ein Riesenfeld im Speicherraum, die man passt vielleicht nicht mal rein. Und ich wollte es jetzt mal kurz vergleichen mit MATLAB, weil MATLAB wäre wahrscheinlich eine Programmiersprache, wo man diese Stelle unkorrekt verwendet hätte. Und wo die Leute auch sehr stolz drauf sind, dass man da ohne Schreiben programmieren kann. Das Problem ist, dass in MATLAB und seinen Clones, dass man dort auch angewiesen ist auf bestimmte Grundoperationen, die es gibt. Und wenn die nicht passen, muss man dann doch wieder zurück schreiben. Ich habe jetzt also mal zum Beispiel die Matrix-Modifikation mal zu Fuß programmiert, als ob es die nicht gäbe in MATLAB. Und dann sieht man, man braucht hier zwei Schleifen. So, man hat also den Nachteil, dass man diese Schleifen braucht, dann ist man so ganz schlau, wenn man es parallelisieren kann, muss man erst analysieren, ob hier keine Datenabhängigkeiten sind und so weiter und so weiter. Und man muss auch bei jedem Zugriff hier die Feldgrenzen festlegen. Und das braucht man in diesem SLR-Rechtplan noch eben nicht. Und jetzt habe ich ja mal ein anderes Beispiel, was kurz. Vielleicht kompliziertere Variante, ich will mal mehrere Matrix-Multiplikationen parallel machen. Da muss ich dann eben auch einen Schleifen machen, um dann für jede Matrix die Multiplikation auszuführen. Dann muss ich jetzt die Matrix ausschneiden aus dem großen Block. Ich muss die noch in Form bringen, das ist jetzt ein MATLAB-Problem, damit das passt. Ich kann es mal erzählen, dann kann ich das wieder einspeisen. Brauche ich aber auch wieder eine Schleife. Und das ist eine Operation, die ich ja in meinem Projekt brauche. Ich will ja für ganz viele Punkte. Den Punkt habe ich da noch sitzen, die will ich modifizieren, das soll das parallel gehen. Und da ist aber extrem wichtig, dass das System sieht, dass das parallel werden kann. Und dass das auch alles exakt gleich ist. Dass die einzelnen Matrizen gleich groß sind, dass das für alles die gleiche Anzahl ist. Das sieht man also in der SLR-Rechtung, in der SLR-Rechtung. So, na gut. Diese Matrix-Modifikation war für mich auch mal so ein Teststein, wo ich dann auch gesehen habe, dass man mit der einfachen Implementierung eben nicht sehr schnell ist. Also die habe ich dann mal verglichen. Einfach Matrix-Modifikation mit der A-Matrix. Multiplikation auf 14 Uhr und dann war das auch langsamer. Ne? Und es gibt dann zwar von den Grafikkartenherstellern auch einen Profiler, aber der ist dann nicht so viel, wenn man das ja alles in die Haskell-Schnittstelle programmiert. Und die Funktionsnamen, die man in Haskell verwendet, die bringen ja nicht bis zu den Q-Lack-Code vor und der Profiler. Das heißt, jetzt haben wir auch im Dunkeln, warum das jetzt nicht so schnell geht. Aber ich vermute, und die SLR-Experten können das auch daran liegt, dass dieses SLR-Framework diesen Cache bei der Grafik wahrscheinlich benutzt. Also, der Cache heißt doch nicht Cache, ist auch eigentlich kein Cache, aber es ist ein Bewegung, das heißt, ich schreibe mal. Oh, dann habe ich aber eine Bibliothek von deinem Grafikpartner. Und dann habe ich das zum Computer genommen. Und dann ging das nicht da, aber das ganze Programm war immer noch nicht fertig. Und naja, dann gab es noch so verschiedene Probleme. Ich habe auch die Kiste, dann ist jetzt vielleicht ein bisschen arbeiten.
außerhalb sehr viel umständlicher, weil das so, dann habe ich mir gedacht, will ich auch mal wissen, jetzt mache ich mal eine ganz andere Anwendung, habe die auch auf der Grafik programmiert. Da habe ich so ein Programm geschrieben, was auf mehreren Sachen scannt, ein großes Bild zusammensetzt. Das kann zum Beispiel die Technik-Software hatten. Und das hat auch wieder große Probleme, dass auf der Software Kappe nicht genug Platz ist oder dass beim Schaffen ein Timeout ging. Also das heißt, mein Schluss ist, dass das alles irgendwie nett ist, aber ich das noch nicht richtig eingezweigt. Und ich habe das nochmal zusammengefasst. Also, was ich Ihnen oder euch mitgeben will, Berechnung oder wenn man Aufgaben hat, wo breite Rechenkraft gebraucht wird, denken die meisten wahrscheinlich an Mehrkernsysteme. Kann man machen, aber sehr viel Zeit kann man einsparen, wenn man sich den Vektorrechenereinheiten benutzt. Bei den Prozessoren. Also bei den Intel-Prozessoren ist es ganz viel NMX und dann SSD und also wie gesagt, wenn man das hier benutzt, kann man statt einer Multiplikation einfach einmal machen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und man sollte immer auch darauf achten, dass man nicht cache-freundlich ist. Das braucht man sich. Ich verachte das auch nicht so ganz leicht. Meine Erfahrung ist, diese Grafikkartenwerbung ist schon ein bisschen überzogen und man muss sich dann eben auch wirklich überlegen, wie viel Zeit das ist, das zu übertragen, das Programm, und das dann auch zu warten. Und die CPU-Version will man ja auch wegwerfen, also muss man eigentlich beide warten. Und eigentlich diese Art von Parallelisierung der Grafikkarten kann man auf der CPU mit den Einheiten eigentlich so ähnlich machen. Und da muss man sich auch fragen, ob man sie noch in Zeiten nicht machen und kriegt dann den Platform raus, ohne zu suchen, dass sie den Platform können. Und investiert dann da noch Zeit, das zu tragen. Also, wenn Sie noch wieder jemanden können, der sagt, zu viel Luft von dem, würde ich mal einen Schnell machen, dann fragen Sie mal, ob der das wirklich hat. Ja. Okay. Ich bin auch mal dabei, okay? Thank you.